früh nicht gemeldet, aber ich hatte heute meinen ersten Arbeitstag und es war wirklich sehr nett. Olivia ist sehr süß und ja, die Eltern sind auch total knuffig und lieb. Und wir haben uns total gut verstanden und unterhalten. Wir waren zweimal so spazieren und haben ein paar Sachen schon angeschaut und vereinbart. Und ja, also es läuft richtig gut. Sie ist die Woche noch zu Hause, das heißt, es ist total angenehm für mich. Ich kann alles lernen, was sie so haben, was sie sich so wünschen. Und ja, also sehr erfolgreich. Ich weiß noch kurz, weil die haben da 1000 Geschäfte unten bei sich. Ich wollte wissen, was da die Höhenbegrenzung ist bei diesem Shopping Center. Anyway, es ist auf jeden Fall total nett gewesen. Und also wie gesagt, 1000 Geschäfte im Shopping Center. Toller Blick aufs Meer. Die Dublin Bay sieht man jetzt leider nicht so gut vom Haus. Genau. Und ich mache mich jetzt auf den Weg zum Auto. Und ja, sogar die Sonne ist rausgekommen. Also richtig cool. Platz, Sandy Mount, kennt man schon. Aber heute sehr hübsch. Sehr hübsch, Halleluja. Da hinten kommt gerade eine Ferry an. Und zwar genau die, mit der ich auch gekommen bin, die WBs. Cool, ne? Leute, letzter Vlog von meinem Arbeitstag. Es ist noch nicht so spät, aber ich bin sehr müde, aber es war sehr anstrengend heute. Ich esse Suppe mit Maultaschen. Und aber da hatte ich jetzt keinen Bock, das zu kochen. Es ist absolutes Chaos. Ich habe viel zu viele Sachen irgendwie. Ich weiß auch nicht. Überall sind Sachen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wo ich die überhaupt noch hin tun soll. Es ist irgendwie, es hört nicht auf. Und überall ist irgendwas. Und hier stehen überall Tüten und Jacken und alle Schränke sind voll und alle Schubladen sind voll. Keine Ahnung, voll ätzend. Funktioniert richtig gut, möchte ich anmerken. Es ist richtig warm hier drin. Gute Nacht, Leute. Ja, ich berichte, wenn es was zu berichten gibt. Noch ein Wort. Ich habe meinen Schlafsack. Ich habe so einen Thermoschlafsack für bis zu minus 5 Grad. Aber es ist so, immer wenn ich den anziehe, wache ich in der Nacht auf und mir ist so heiß, dass ich denke, ich ersticke. Und ich muss den Schlafsack dann ausziehen. Immer wenn ich den Schlafsack nicht anhabe und es ist kalt nachts, dann denke ich, ich muss erfrieren. Und kann mich dann nachts nicht mehr bewegen, um den Schlafsack zu machen, weil es so kalt ist. Jetzt werden wir sehen, was passiert heute. Ja, der Van ist ein Chaos, ich weiß auch nicht. Irgendwie, es wird doch nicht schöner. Wenigstens Licht funktioniert. Wasser funktioniert nicht, weiß nicht, warum nicht. Keine Ahnung. Die Heizung funktioniert. Ich glaube, die Pumpe unten ist nicht richtig angesteckt. Weil das sieht nämlich anders aus sonst. Also da ist echt so ein Fehler. Ich glaube, ich muss das besser machen. Und das funktioniert noch nicht. Das war's. Scheint halt keine Sonne, deswegen lädt sich die Solarbatterie nicht auf. Aber ich habe unten ein bisschen umgestockt, dann geht's schon easy peasy. Ja, also dann Leute, gute Nacht. Was ich am meisten aber bei Vanlife hasse, dass es innen kälter ist als außen. Macht keinen Sinn. Man, ich habe ein bisschen mehr Ruhe und Frieden gefunden. North Pole Island. Auf Dublin. Rahini. Nur, dass ihr Bescheid wisst. Sehr ruhig hier, Gott sei Dank. Ich kann nämlich in Ruhe mein Essen machen, ohne an Lebensmittel. Nee, wie heißt das? Kohlenmonoxid, Vergiftung. Ja, ihr wisst schon, zu sterben. Wasser funktioniert, die Theorie. Pumpe scheint verstopft zu sein. Keine Ahnung. Jo. Aufgeräumt ist auch wieder ein bisschen. Guten Morgen. Schöner Sonnenuntergang, Aufgang, wie auch immer. Das ist große Arbeit. Macht mir nicht so viel Spaß, ehrlich gesagt, wenn man so früh aufstehen muss. Aber das ist hübsch. Schönen guten Tag. Es ist Mittwoch. Und ich habe mein Auto abgestellt. Ich laufe jetzt noch die letzte Viertelstunde. Das erste Mal heute ohne Stress. Ich dachte, es wird ganz furchtbar, weil es hieß eine Stunde von da, wo ich übernachtet habe, zu hier. Weil es sind 15 Kilometer. Im Übrigen, aber ich weiß nicht, was das Problem mit Dublin ist, aber die Ampeln sind einfach so ineffizient gestaltet. Es geht nämlich, es ist so, eine Richtung Autos, andere Richtung Autos, dann alle Fußgänger auf einmal, dann eine Richtung Autos. Das heißt, wenn man Pech hat und vielleicht sogar zwei Ampeln zu tun, muss man eigentlich, also es ist total bescheuert, wie auch immer. Auf jeden Fall parke ich jetzt hier immer, schöner Parkplatz, Viertelstunde zu Fuß und sehr ruhig, hier stehen auch andere Autos. Und vor allem kostenlos. Da ist ein Haus, das ich mir gerne kaufen würde, aber es ist sicher zu teuer. Ja, und ich habe mir gestern ein Zimmer angeschaut, ein Zimmerchen,
Es ist ungefähr so groß wie das Bett, das da drin steht. Und habe jetzt aber die Einladung bekommen, nochmal vorbeizukommen und nochmal andere Leute kennenzulernen. Also sagen wir mal, es klingt gut. Wir werden sehen. Auch wenn ich jetzt heute hat es mir sehr gut gefallen. Ich war an einem sehr ruhigen Ort. Ich konnte gestern Abend kochen. Es war sehr entspannt. Ich habe sehr gut geschlafen. Also naja. Zug. Spaziergang. Ich habe geduscht. Ich war im Fitnessstudio. Der Typ so, würdest du dir vorher... Ich so, hab halt so Sachen gefragt, keine Ahnung. Also, interessiert dich Mitglied zu werden? Ich so, schau mal. Und er so, ja, dann geh doch und schau es dir an. Ich so, okay. Und er so, ja, du musst nichts sagen. Also habe ich kostenlos geduscht. Wie schön. Und jetzt wollte ich noch kurz einkaufen gehen, weil ich brauche Wasser. Aber ich packe schon wieder ewig weit weg von diesem blöden Ding. Das Problem ist nur in dieser Straße. Also es gibt halt hier überall seit neuestem nur Untergrundparkplätze. Kotzt mich an. Mein Auto ist irgendwie nutzlos für solche Parkplätze. Und es geht mir auf die Nerven, sage ich euch. Es geht mir auf die Nerven. Immer muss man irgendwo anders parken. Ja, also habe ich jetzt in so einer Gasse geparkt. Ich klaue jetzt irgendeinem Menschen den Parkplatz. Aber ich parke hier nicht so lange. Ich gehe nur Lidl. Okay, wie auch immer. Ist cool, dass ich auch habe auch schon was zu essen. Bis rechts und dann ganz schnell über die Straße rennen. Das ist wichtig. Hier kann man nämlich nicht parken, das kotzt mich an. Ganz komisch ist die Angewohnheit, den Kinderwagen hin und her zu schaukeln, auch wenn man steht. Das heißt, ich stehe hier mit dem Einkaufswagen, schaue mich hier nur noch so, damit kein Baby aufwacht. Da ist jetzt kein Baby drin. Das ist erst drei Leute. Bekannt, aber es wird nicht mal irgendwie. Weiß ich auch nicht, man sieht immer die gleichen Leute. Man ist so fündig, wenn man da irgendwo alle anderen stehen. Tja, also ich natürlich schon, aber ja, das ist mein Auto, by the way, die anderen nicht, gehören mir nicht. Aber wie soll ich denn da jetzt reinkommen? Das war nicht so gescheit. Ah, Jenny, Penny. Das Chaos, aber ich benutze sogar meinen coolen Tisch. Ich habe einen Stuhl gefunden. Ich bin jetzt topgierig unterwegs. Ich sitze und schaue den Sonnenaufgang an. In dieser Zeit ist mir überhaupt nicht kalt. Diese Isolierdinger sind der Hammer. Ich hätte die schon früher gebaut. So, ich sehe ein bisschen witzig aus. Die halten jegliche Zugluft von den Fenstern und so einfach vollkommen ab. Das heißt, es ist richtig gemütlich. Braucht gar keine Heizung. Nichtsdestotrotz kletter ich bei Gelegenheit am Wochenende unter das Auto und schaue mir jetzt die Heizung nochmal an. Strom habe ich insofern auf die Reihe bekommen, weil ich das ein bisschen umgesteckt habe. Also immer wenn ich fahre, lädt die Batterie den Motor und ich fahre in letzter Zeit viel. Also. Spaziergang in Black Rock Park. Baby. Und Sonne. Heute letzter Arbeitstag für die Woche. Es ist einfach schon Freitag. Boah, Freitag. Ich parke da, wo ich immer parke. Witzigerweise parken, weil das sind keine zwoppelten gelben Linien am Boden. Also stehe ich hier. Manchmal stehen noch andere Autos hier. Heute Nacht war es leider wieder ein wenig kälter. Mich hat es nicht gefroren, weil diese Isolierdinger, die sind der Hammer, die lassen überhaupt keine kalte Luft rein. Oder raus, warme Luft raus. Genial. Und also es war sehr gemütlich. Und ja, ich gehe jetzt zum Arbeiten. Ich bin trotzdem sehr müde. Ich hätte gerne länger geschlafen. Morgen schlafe ich einfach aus. Arbeiten Vollzeit ist so anstrengend, Leute. Das macht echt wirklich nicht so viel Spaß. Vor allem, weil ich habe dann noch so tausend andere Sachen, damit ich mir überhaupt dieses Leben hier leisten kann. Das heißt, ich habe dann nachmittags immer noch so Klavierstunden und andere Sachen und andere Sachen. Und das ist gut, weil ich brauche ja Geld, aber... Ja, ich melde mich mal mit was Spannenderem. Kirche. In Black Rock gibt es auch viele von... Aber heute ist leider nur meh. Dublin heißt, man steht die ganze Zeit, also wirklich die ganze Zeit, aber es macht so viel Spaß. In dieser Straße, wo ich gerade fahre, war ich einfach schon zu Fuß, weil hier die Busse auch ankommen. Ich war aber auch schon in anderen Straßen, ich fahre gerade auf St. Stephen's Green zu, das ist so cool. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen, Leute, es ist einfach so abgefahren cool. Hui! Ich fahre jetzt natürlich schon ein bisschen.
Also ich habe sehr viel Spaß in dieser ganzen Geschichte. Es ist wirklich ganz grandios. Ich suche jetzt nur nach einem Parkplatz, das könnte noch spannend werden. Aber also, gute Empfehlung, fahrt Auto hier, es macht Spaß. Wenn man Geduld hat, sonst nicht. Das ist halt echt so. Es gibt überall Parkplätze in dieser Stadt. Ich bin ungefähr eine Minute zu Fuß, 2 Minuten von St. Stephen Green entfernt. Direkt an der Grafton Street und alles ist hier links. Überall sind Parkplätze. Ich hätte verschiedene Parkrichtungen auswählen können. Ich habe mich jetzt für diese hier entschieden. Es war sauteuer und man darf eigentlich immer nur 3 Stunden stehen. Aber es ist halt schon fast 18 Uhr. Das heißt, ich muss sowieso noch 1 Stunde zahlen. Und also es ist so cool. Es macht ernsthaft, wenn es nicht so teuer wäre, würde es noch mehr Spaß machen. Aber es macht trotzdem viel Spaß. Also Dublin ist eher Empfehlung. Auch mit dem Van. Echt, man muss überhaupt keinen Stress haben, Auto zu fahren. Weil es gibt Parkplätze, auch wo man einfach so geradeaus reinfahren kann. Ich muss gar nicht rückwärts links parken. Überhaupt, Leute, ich fahre so gut Auto hier, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich bin viel cooler drauf als alle anderen. Ich sitze auf der besseren Seite und ich habe links voll raus. Ich weiß gar nicht mehr, wie man rechts fährt. Macht auf jeden Fall Laune. Arbeitstag war heute auch super. Ich habe denen ein schönes Wochenende gewünscht. Die Olivia wäre heute ein bisschen grantig, aber es ist voll nett. Es ist super hier. Ich ziehe mich jetzt ein bisschen hübsch an, weil ich gehe jetzt ein Donut essen und eine heiße Schokolade trinken. Das wird grandios. Naja, ich melde mich, wenn es was Spannendes gibt. Also ich liebe den Van. Gerade noch in meinem Outfit voller Babyspucke. Und jetzt schon in der Leeson Street, wo mein Auto direkt nebenan steht, aber schicker angezogen. Das macht echt Laune. Jetzt geht die Stadt los. Der Tag ist zu kommen vor 19 Uhr. Und wenn es nur 10 Minuten sind, aber ab 19 Uhr ist kostenlos. Und da muss man das bisschen smart angehen, dass man einen guten Parkplatz bekommt, weil jetzt sind alle voll. Vorher war ich gar nichts los. Untertags sitzt immer an dieser Straße. Weil jetzt bin ich am Ende noch zu spät. Es ist leider ein langer Fußweg, aber vorher gibt es einfach keine kostenlosen Parkplätze. Doch jetzt bin ich mir eigentlich gar nicht sicher, ob man da stehen darf, aber es gibt keine gelben Linien, es gibt kein Schild, also darf ich da stehen. Da stehen auch andere Autos, aber es fühlt sich trotzdem komisch an. Hallo Leute, ratet mal, wo wir sind. Wir sind in IKEA. Ich wollte hier schon hingehen, seit 7 Jahren. Und du bist endlich hier. Ich bin endlich hier und das Coolste ist, ich musste nicht mal selber fahren. Der Matti ist gefahren. Ja. Ich bin so gespannt, Leute. Erste positive Ansage, Hotdogs kosten nur 85 Cent. Das heißt, ich kann 3 Hotdogs für den Preis von einem Hotdog zu Hause essen. Oder 2,5. Schon mal sehr, sehr geldsparend. Das kann ich einfach nicht glauben. Das macht keinen Sinn. Das ist so cool. Oder sagen wir mal 2, aber trotzdem. 2 Hotdogs zum Preis für einen, das ist genial. Es ist viel los, was ich erwartet hatte. Die Preise, die ich bis jetzt gesehen habe auf den Plakaten, sind auch okay. Ich werde berichten, ich bin sehr aufgeregt. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ich bin sehr aufgeregt. Sieht aus wie bei uns, wie bei dem in Bruntal eigentlich. Also man sieht hier keinen Unterschied. Es gibt hier so einen Park-Dingsi, da kann ich sogar mit dem Van fahren. Gar kein Problemchen. Essen ist hier wie zu Hause. Es gibt Kuchen und es gibt Fleischbällchen. Die Weihnachtsdeko ist schon da. Wie cool ist das, bitte? Sehr cool. Vor allem, Leute, ich werde mein Haus. Diese Betten möchte ich für mein Haus. Aber es ist auf jeden Fall sehr schön. Und es schaut hier aus wie zu Hause, Matty, honestly. It looks like at home. Yeah. Like exactly. Es ist genauso wie zu Hause, Leute. Es ist auch nicht so viel teurer. Also man könnte sich auch denken, IKEA hat einfach nur schon wieder Mist gebaut. Also wirklich, Leute, es ist wirklich schön hier. Es fühlt sich an wie zu Hause, obwohl ich in einem ganz anderen Land bin. Leute, wisst ihr, in welchem Parkplatz? Dieser Parkplatz, wo man immer. Hallo, schönen Gruß aus Dublin. Kalt. Also wirklich nicht besonders. Hier ist Trinity. Ich weiß, ich war jetzt die letzten Tage nicht so aktiv, aber man sieht. Und ich weiß, dass meine Kamera dreckig ist. Diese Lady hat in diversen Konstellationen mit verschiedenen Bands schon 1000 Mal gespielt. Und sie kommt nicht weg von hier, ist ihr gefangen.
Leute. Schön groß, da hinten steht mein Auto. Wir sind hier in Ringsend. Und hinten am Viber Stadium. Ich meine, hallo? Wie cool ist das denn? Es ist 8 und ich laufe durch meine Lieblingsstadt. Ich muss zwar morgen um 9, wie wir wissen, aber ganz normal, alles gut, Knut. Es ist irgendwie überhaupt keine Panik auf der Titanic. Ich weiß auch nicht. Es ist voll cool. Morgen gehe ich arbeiten und heute bin ich hier. Und ich bin immer hier, weil morgen übernachte ich hier auch wieder. Ja, voll cool. Diese Gegend gefällt mir sehr gut. Mir wird auch die andere Gegend, also da, wo ich dann tatsächlich wohne, auf der anderen Seite gefallen. Weil da hat man noch den Vorteil, dass die Straßenbahn noch viel näher ist. Hier muss man einen Bus fahren die ganze Zeit, was auch okay ist. Aber es ist noch angenehmer, wenn man Straßenbahn fahren kann.